Ein weiteres Mal ist in Berlin ein schlafender Mann von einer Gruppe junger Männer angegriffen worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 2.40 Uhr auf einem Bahnsteig der Linie U8 am U-Bahnhof Alexanderplatz. Das 28 Jahre alte und schlafende Opfer soll demnach aus einer Gruppe von 10 bis 15 Personen herausgetreten und geschlagen worden sein. Dabei sei auch ein Gürtel benutzt worden. Der Mann erlitt Kopfverletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Als drei Mitarbeiter des Ordnungsdienstes dem Angegriffenen zu Hilfe eilten, sei die Gruppe der Angreifer geflüchtet. Die BVG-Mitarbeiter konnten allerdings einen Jugendlichen festhalten und der Polizei übergeben. Der 17-Jährige habe angetrunken gewirkt. Er wurde später seinem Betreuer in einer Wohneinrichtung übergeben. Die Kriminalpolizei ermittelt. Der Vorfall erinnert an die Attacke auf einen Obdachlosen im Berliner U-Bahnhof Schönleinstraße zu Heiligabend 2016. 7 Flüchtlinge aus Syrien und Libyen mussten sich vor Gericht verantworten, weil sie versucht hatten, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Der Haupttäter wurde schließlich im Juni zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Angriff am Heiligabend hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.